Wir alle sind dieses Jahr schon echt auf die WM 2018 gehypt. Und nun haben wir die Möglichkeit, in der Community die WM live zu schauen. Denn das komplette Labimod-Team hatte für euch ein richtig cooles Add-on entwickelt. Das sogenannte World Cup Add-on ist nämlich jetzt verfügbar. Das heißt, ihr da draußen könnt euch mit der neuesten Labimod-Version dieses Add-on installieren. Dazu müsst ihr natürlich die aktuellste Labimod-Version haben. Wie das geht, ist auch echt richtig simpel. Ihr drückt einfach Escape, Optionen, Labimod-Einstellungen und dann findet ihr ganz links unten den sogenannten Update-Button. Wenn ihr den klickt, dann könnt ihr einfach Labimod ganz simpel auf den neuesten Stand bringen. Und nun funktioniert es wie bei allen anderen Add-ons auch für Labimod. Ihr geht über Escape-Optionen, Labimod-Einstellungen auf den Zusätze- oder Add-on-Button oben rechts und könnt dort dann einfach über die Suchfunktion World Cup eingeben und schon könnt ihr euch das neue Add-on installieren. Bei diesem Event, in welchem ihr in Minecraft live die WM verfolgen könnt, machen viele deutsche Server mit und eben hier zum Beispiel auch der Gomme-Server. Wir sind hier ganz normal in der Community auf dem Gomme-Server und hier können wir eben auch in der Mitte oben auf der Bühne Fernsehen schauen und zwar live die WM. Hier hinter mir seht ihr oben auf der Bühne ist gerade die Tafel bzw. der riesengroße Plasma-Fernseher. Nur aktuell läuft da kein Fußball, aktuell ist da ein richtig schönes Bild, wann denn die nächsten Fußballspiele sind. Aber ich würde sagen, bevor ich euch alle Einzelheiten erkläre zu dem Bild da hinten, alle Einstellungen, spulen wir ganz kurz die Zeit vor und schalten den Fernseher an. Ich schaue Fernsehen, Leute, ein bisschen das Erste läuft, oder? Ihr seht gerade hier, ich schaue Fernsehen, also hier ist gerade wirklich live das Erste, das ist wirklich gerade live, wenn ich das aufnehme, um 21 Uhr. Und hier oben seht ihr schon, da würde in dem Fall als Beispiel hier Germany versus Mexiko spielen und es steht 0-0, aber Deutschland hat gerade ein Tor geschossen. Ja, meine Freunde, so würde es aussehen, wenn Deutschland hier ein Tor schießen würde. Also, meine Freunde, hier im Hintergrund, in dem Fall hier auf der Community, können wir live die WM schauen. Und es ist halt was wirklich Neues, sowas gab es noch nie. Vor dem Jahr hielten die meisten sogar für unmöglich, dass wir sowas machen können. Aber ihr seht, hier können wir nun live alle Fußballspiele aus der WM 2018 anschauen. Logischerweise kommt auch nur dann ein Livestream in der Community, wenn auch gerade ein Fußballspiel ist. Das heißt, ihr seht gerade hier im Hintergrund ist ein Bild, wann die nächsten Fußballspiele sind. Zum Beispiel zum Zeitpunkt der Aufnahme wird in 6 Tagen das Spiel von Russland gegen Saudi-Arabien sein. Ansonsten noch eine wichtige Info, und zwar, da es ja ganz ein Livestream ist, kennen viele von euch wahrscheinlich den Effekt eines Delays. Das heißt nicht anderes, dass der Fußball-Livestream der WM ein bisschen verzögert ist. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Tor fällt, können die Effekte vielleicht ein bisschen verzögert ankommen, aber dafür können wir nichts, weil, wie gesagt, es ein Livestream ist. Nun kommen wir aber zum Teil, was ihr alles machen könnt, nämlich könnt ihr im Add-on ganz schön viele Einstellungen tätigen. Über Escape-Optionen, Labimod-Einstellungen, Zusätze und dann über Installed Add-ons könnt ihr natürlich über den World Cup Add-on Einstellungsbutton diverse eigene Einstellungen vornehmen. Fangen wir damit an, natürlich, dass ihr das Add-on an- und ausschalten könnt. Das ist die simpelste Funktion, jeder kennt diese Funktion und ich glaube, ich muss sie gar nicht erst erklären. Dann haben wir hier den Preferred TV Channel Button mit das Erste und ZDF. Das heißt aber nicht, dass ihr einfach umstellen könnt, ich möchte das Erste schauen, ich möchte ZDF schauen, nein, das Ganze in einen ganz speziellen Sinn. Die erste und wichtigste Funktion ist, dass manchmal zu gewissen Zeitpunkten 2 Fußballspiele parallel laufen. Wenn deshalb das eine Fußballspiel live auf das Erste läuft, läuft das andere Fußballspiel auf ZDF. Und dort habt ihr dann zum Beispiel die Möglichkeit zu entscheiden, welches Fußballspiel ihr denn sehen wollt. Dieser Button hier bedeutet nicht, dass ich jetzt einfach zwischen ZDF und das Erste umschalten kann. Das bedeutet wirklich nur, wie es auch hier steht, Preferred TV Channel. Dieser Channel wird bevorzugt. Und auch wirklich nur, wenn 2 Spiele parallel laufen in der WM, wird es funktionieren, dass ihr beide Spiele theoretisch anschauen könnt. Das ist natürlich noch was echt richtig cooles, und zwar die Videoauflösung. Ihr habt natürlich die Chance, diverse Sachen einzustellen, zwischen extrem schlechter Qualität oder bis zu HD. Ihr könnt wirklich Fernsehen, den Livestream in der Community mit HD schauen. Das funktioniert wirklich und ist richtig, richtig, richtig cool. Wichtig zu erwähnen dabei ist aber, dass umso höher die Qualität ihr einstellt, umso weniger FPS habt ihr in-game. Das heißt, für Menschen, die vielleicht einen nicht so guten PC haben, euch empfehle ich natürlich nicht, das Ganze auf Very High, auf HD zu schauen, sondern vielleicht nur auf Medium oder Low. Ansonsten könnt ihr aber selber damit ein bisschen rumtesten, umso niedriger die Qualität, wie gesagt, ihr habt, umso mehr FPS habt ihr nach in der Community. Ansonsten habt ihr noch hier die Funktion, den Livestream zu deaktivieren oder zu aktivieren. Ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit, hier die Lautstärke anzupassen, um vielleicht das nur ein bisschen leise zu machen, damit ihr nebenbei noch mit euren Freunden im Teamspeak chillen könnt. Mit eins der coolsten Features ist das Dynamic Audio. Was das Ganze bewirkt, ist eigentlich auch ganz simpel. Wenn ich zum Beispiel hier direkt vor der Community stehe, dann kann ich hier natürlich ganz normal das Fußballspiel schauen und ich höre es ganz normal laut. Aber umso weiter ich weglaufen würde von dem Fernseher, umso leiser würde das Spiel werden, bis ich es wirklich gar nicht mehr höre. Und ab dem Zeitpunkt, wo auch der Fernseher hier in der Community verschwindet, wird es auch so sein, dass ich nichts mehr höre. Erst wenn ich wieder aktiv vorlaufe zur Community, wird der Fernseher wieder erscheinen und ich würde auch wieder was hören. Ansonsten gibt es noch das Feature Livestream Overlay. Was das Ganze ist, ist auch echt richtig simpel erklärt. Es ist das Overlay über dem Fernseher. Das heißt, hier über dem Fernseher seht ihr gerade das Spiel Deutschland gegen Mexiko und dieses Overlay, wo auch da steht, wie viel es steht, wie viele Tore wer geschossen hat und wer gerade wegen wen spielt, das ist das sogenannte Livestream Overlay und dieses Livestream Overlay könnt ihr genauso aktivieren und deaktivieren. Das letzte, was ihr noch einstellen könnt, ist das sogenannte Goal Firework. Das sind die Effekte, die kommen, wenn jemand ein Tor geschossen hat.
Die könnt ihr natürlich auch aktivieren und deaktivieren und egal was ihr anpasst, einfach danach noch auf Done klicken. Ansonsten, wenn ihr nicht genau wisst, was welche Funktion genau macht, nehmt einfach eure Maus und haltet diese über den Text. Wenn ihr die Maus kurz über den Text drüber haltet, bekommt ihr eine Informationsanzeige, was denn genau diese Einstellung macht. Natürlich am Ende, wenn ihr alles umgestellt habt, klickt ihr natürlich hier auf Done und auf Save All Changes, damit alles akzeptiert wird. Aber meine Freunde, das war's noch nicht. Es gibt nämlich noch ein Einstellungsmenü. Viele von euch kennen ja in Lemmy Mod 3 die sogenannte Ingame-Benutzeroberfläche. Das heißt, ihr könnt anpassen, wo was genau angezeigt wird. Und wenn ihr hier reinklickt, seht ihr schon, es gibt etwas Neues und zwar World Cup. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, zwei ganz bestimmte Sachen zu aktivieren und zu deaktivieren. Das heißt zum Beispiel, wenn ich hier auf Running Matches auf Aktivieren klicke, kann ich hier sehen, wer gerade gegen wen spielt und wie viel es steht. Das Ganze bleibt die ganze Zeit dort oben. Das heißt, auch wenn ihr von der Community kurz eine Runde Skyros oder Bad Wars geht, könnt ihr weiterhin hier oben die ganze Anzeige verfolgen. Wenn ich auf Livestream On klicke, seht ihr schon, habe ich einfach mal Mini-Fernseher in Minecraft. Das heißt, ich laufe hier durch die Community, wie ihr gerade seht, und oben links läuft die ganze Zeit weiterhin der Fernseher. Natürlich ist es auch hier so, dass umso höher die Auflösung ist, umso weniger FPS habt ihr. Das heißt, wenn ihr es überhaupt macht und nebenbei Fernseh schauen wollt in Minecraft, dann stellt die Auflösung einfach ein bisschen runter. Ansonsten könnt ihr auch diese UI skalieren. Das heißt, ihr geht einfach wieder in die Einstellungen, löst den Reiter von seiner eingerasteten Funktion und könnt dann einfach mit dem Mauszeiger an den Rand gehen und könnt das Ganze größer und kleiner ziehen. Das heißt, hier habt ihr auch die Möglichkeit, euren Fernseher so einzustellen, wie ihr es denn wirklich haben wollt. Ob ihr ihn vielleicht ganz groß haben wollt oder ganz klein haben wollt, das wird euch überlassen und könnt ihr dann wieder in die beliebige Position schieben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da und schreibt uns eure Meinung zu dem neuen Minecraft World Cup Addon unten in die Kommentare. Und wenn ihr eh schon dabei seid, einen Kommentar zu schreiben, dann schreibt doch gerne mal rein, für welches Land ihr in der WM 2018 denn so seid. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis dahin und ciao.